Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, auf dem roten Sofa jetzt begrüßen zu dürfen Dr. Thomas Lieb. Er ist Vorstandsvorsitzender und Vorstand des Bereichs Air Ocean der Schenker AG. Seit dem 1. Juli 2008 Vorstandsvorsitzender der Schenker AG. Und Herr Dr. Lieb, schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen. Sie sind auch mit einem ziemlich großen Stand hier auf der Messe vertreten. Was ist Ihre Botschaft an die Kunden hier bei der diesjährigen Transportlogistik? Ja, vielen Dank, Herr Kümmerlin, zunächst mal für die Einladung. Ich komme jedes Mal gerne hier auf die Messe. Die Botschaft an unsere Kunden, ich glaube, zunächst DB Schenker Logistics ist weiter auf Wachstumskurs. Wir werden diejenigen Märkte, die dieses Jahr, aber auch in den kommenden Jahren Wachstum versprechen, sehr intensiv und direkt betreuen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, das sind eher die Emerging Markets, die Emerging Trade Lanes, als die reiferen Märkte. Wie machen wir das? Wir haben unsere Verkaufs- und Key Account-Struktur sehr, sehr stark, noch intensiver auf Industrielösungen, wir nennen das Vertical Markets, umstrukturiert. Können Sie noch mal konkreter sagen, welche Märkte die besten Möglichkeiten bieten und wo Sie die größten Wachstumsraten erwarten? Nun ja, das ist natürlich, und das ist kein Geheimnis, immer wieder China, insbesondere da auch die innerasiatischen Verkehre. Wir sind dort bereits mit 3.600 Mitarbeitern sehr, sehr stark vertreten, aber wir werden unser Netzwerk in China dieses Jahr, aber auch im nächsten Jahr weiter ausbauen. Es kommen viele Niederlassungen hinzu, die eine oder andere noch an der Küstenregion, aber auch sehr, sehr stark hinein ins chinesische Hinterland. Da gibt es bereits Planungen. Wir folgen dort unseren Kunden. Das ist und bleibt immer ein Schwerpunkt. Aber ich denke, man muss ganz klar dazu nennen, den ganzen Kontinent Lateinamerika, dort an erster Stelle Brasilien, wo wir ebenfalls intensiv unser Geschäft ausweiten. Wir sind dort ebenfalls, gerade in Brasilien, sehr stark bereits vertreten. Und ich glaube, dann dazu nennen die Gebiete Near Middle East, auch wenn es hier und dort Nordafrika und in dem einen oder anderen Land derzeit durchaus politische Unruhen gibt, aber wir sehen mittel- und langfristig den Bereich Near Middle East und auch Afrika als Wachstumsmarkt. Jetzt haben Sie einige Regionen genannt, Sie haben auch schon einige Rahmenbedingungen genannt, unter denen globale Logistikdienstleister derzeit tätig sind. Was sind denn bei Ihrer Arbeit nun die Schwerpunkte und welchen aktuellen Herausforderungen sehen Sie sich in den kommenden Monaten ausgesetzt? Ja, ich habe es genannt, ich meine die beiden Schwerpunkte, Ausbau des Netzwerkes, glaube ich, dem werde ich einen großen Teil meiner Zeit und Kraft widmen. Das Zweite, um das Wachstum dort zu ermöglichen, ich erwähnte das, ist der Umbau unserer Key Account Organisation hin zu Vertical Markets, zu Industrielösungen. Das heißt, die Teams gruppieren sich zukünftig um Bereiche wie Automotive, Electronics, Hightech, Chemicals, Semikonsolar, Aeroparts, Fashion Retail, das sind die Gliederungskriterien, nach denen wir die Mitarbeiter jetzt bei uns in der Organisation aufgebaut und eingeteilt haben. Die werden geschult in diesen Industrielösungen. Wir suchen uns aus diesen jeweiligen Industrien auch geeignete Mitarbeiter, die uns dann dort zu uns kommen und unsere Erfahrung, unser Erfahrungswissen verstärken. Das ist der zweite Bereich. Wie Sie vielleicht wissen, Herr Kümmerlin, läuft bereits seit zwei, drei Jahren ein großer Umbau unserer IT-Landschaft. Im Prinzip geht es dort darum, nicht nur neue Speditionssysteme für die Luft- und Seefracht, das gilt genauso für den Landverkehr oder auch die Kontraktlogistik,
verbunden mit zentralen Datenbanken, aber auch all diesen Themen, E-Freight, papierlose Spedition, all diese Themen werden wir weitertreiben. Das ist ein großes strategisches Projekt, das ebenfalls einen erheblichen Teil meiner Zeit erfordert. Da investieren Sie eine Viertelmilliarde Euro, wenn ich richtig informiert bin. Sind Sie da im Zeitplan bei der Einführung? Ist richtig, es sind 250 Millionen Euro, eine Viertelmilliarde, allerdings über einen längeren Zeitraum, wo wir die Systeme einführen. Ich habe das gerade erwähnt, das bezieht sich nicht nur auf die Luft- und die Seefracht, sondern es sind dort alle Bereiche betroffen. Wir sind dort abhängig von den jeweiligen Bereichen, auch in unterschiedlichen Stadien, beispielsweise in der Luft- und in der Seefracht, befinden wir uns bereits im Rollout. Einige Landesgesellschaften sind dort umgestellt. Wir haben mit der Seefracht begonnen. Die Luftfracht folgt danach. Also das ist ein Bereich, wo wir bereits sehr weit fortgeschritten sind. Wann soll es komplett umgesetzt sein? Die See- und Luftfracht wird 2015 komplett umgestellt sein. Seefrachtgeschäft, auch ein wichtiges Stichwort, war besonders von der Krise betroffen. Dann ging die, vor allen Dingen im Containergeschäft, dann ging es wieder gut aufwärts. Mittlerweile schwächelt die Nachfrage wieder. Was meinen Sie, in welche Richtung wird das in den kommenden Monaten weitergehen? Naja, zunächst mal, ich denke für uns alle, die in der Seefracht weltweit tätig sind, war die Erholung im letzten Jahr doch stärker als erwartet. Davon haben nicht nur wir, auch unsere lieben Konkurrenten profitiert. Das Wachstum ist sicher schwächer geworden, aber dennoch die Vorhersagen, und ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, für dieses Jahr im weltweiten Containergeschäft 4, 5, 6%. Ich denke, das müsste möglich sein. Ich denke, das größere Problem in der Seefracht ist sicherlich dann die Angebotsseite, wie viele Containerkapazitäten kommen in den Markt. Das ist ja gut bekannt, es gibt darüber klare Daten, und welche Kapazitäten werden durch welche Maßnahmen auch immer aus dem Markt genommen. Sodass ich sagen würde, auf der Nachfrageseite gehen wir nicht davon aus, dass der große Einbruch kommt. Ich denke, die Reeder haben ja ihre Erfahrung gelernt und werden auf der Angebotsseite das Thema so steuern und managen, dass wir doch nicht mehr mit ganz diesen Volatilitäten rechnen müssen, die wir in den letzten 2 Jahren erfahren haben. Und für die nötigen Kapazitäten haben Sie gesorgt? Auf unserer Seite, ich denke, wir haben die Hausaufgaben für dieses Jahr gemacht. Wir planen bereits oder beginnen bereits unsere Planung für 2012. Bereich Luftfracht, dort ein Dauerthema ist Sicherheit. Das ist eine Sache. Hinzu kommen steigende Kosten durch höhere Kerosinpreise. Rohstoffmärkte sind auch volatil, da geht es rauf und runter. Man fragt sich immer so ein bisschen, warum arbeiten Carrier und Spediteure eigentlich nicht noch ein bisschen enger zusammen, um Lösungen zu entwickeln und diese stärker gegenüber der Politik zu vertreten? Nun, im Bereich Sicherheit, ich denke, das Thema ist sehr aktuell geworden durch die Vorkommnisse, die dort im Jemen passiert sind. Ich habe dann auch beobachtet, dass zunächst sehr, sehr hektisch auch neue Vorschläge zumindest diskutiert wurden. Aus meiner Sicht, und die Meinung ist bekannt, Gott sei Dank hat sich das, glaube ich, beruhigt und ist in vernünftige Bahnen dann gelenkt worden. Im Bereich der Sicherheit, ich habe das bereits häufiger gesagt, ich glaube, wir haben genügend Richtlinien und Vorschriften, insbesondere hier in Deutschland, in Europa, in den USA. Ich glaube, es geht darum, die vorhandenen Richtlinien und Vorschriften weltweit flächendeckend anzuwenden und nicht jetzt neue Regeln aufzustellen. Und auch das vielleicht ein Hinweis an die Behörden und die Politik, aber ich denke, da arbeiten wir Hand in Hand mit den Airlines, dass die jeweiligen Behörden, nennen wir den Zoll, Bundeskriminalämter, dass dort die Zusammenarbeit und auch die Zusammenführung der Daten eventuell noch etwas besser funktioniert, als das bisher der Fall war. Sie erwähnten vorhin auch kurz die Rahmenbedingungen in Nordafrika. Inwieweit betrifft das unmittelbar Ihr operatives Geschäft?
Ich glaube, das Thema Nordafrika, aber auch ganz Afrika, ich habe es vorher so deutlich gemacht, wenn man nur auf das Wachstum schaut, ein hochinteressanter Markt vom relativen Anteil des heutigen Geschäftes, sicherlich jetzt dann doch nach wie vor von untergeordneter Bedeutung. Insofern, jawohl, wir sind betroffen, es gibt gewisse Einbußen, aber es ist nicht so, dass eben dadurch das Gesamtbild jetzt maßgeblich beeinflusst wird. Gut, dann hoffen wir, dass das auch mittelfristig, langfristig noch so bleibt. Herr Dr. Lieb, ich danke Ihnen, dass Sie heute hier mein Gast sind auf dem roten Sofa. Wünsche Ihnen einen angenehmen Messetag, viel Erfolg, gute Gespräche und herzlichen Dank nochmal. Ebenso, Herr Kümmerlen, und Ihnen weitere erfolgreiche Interviews. Danke.